High in die Barbarei, rechte Tendenzen in der Psychedelik, ist das Thema dieses Vortrages. Und zunächst, was bezeichne ich eigentlich als rechts? Als rechts bezeichne ich natürlich eindeutig rechte Ideologien, Faschismus, Nationalsozialismus, aber auch autoritäre, antidemokratische, anti-egalitäre Ansichten, wie zum Beispiel Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie etc. Das ist jetzt so die politische, gesellschaftliche Ebene von rechten Vorstellungen. Man kann aber mit einiger Berechtigung auch sagen, dass es rechte wirtschaftliche Ansichten gibt. Das wäre dann sowas wie Libertarismus, Marktradikalismus. Und ich hatte das ja so angekündigt, dass ich über eben diese wirtschaftliche Ebene auch sprechen werde in diesem Vortrag. Jetzt hat sich in der Vorbereitung gezeigt, dass das eigentlich viel zu viel Material ist, viel zu weit führen würde. Deswegen heute nur die Verbindung zwischen rechten politischen Vorstellungen und Psychedelik. Und über den Rest werde ich dann vermutlich nochmal einen zweiten Vortrag machen, wo es dann halt eben nur um die wirtschaftliche Dimension, rechte wirtschaftliche Dimension und den Zusammenhang mit der Psychedelik geht. Und es existiert jetzt eben diese Vorstellung, dass der Konsum von Psychedelika würde weltoffener machen, politisch liberaler, weniger autoritätshörig. Und das ist eine Ansicht, die ist relativ weit verbreitet und auch schon ein paar Jahrzehnte alt mindestens. Wie man an diesen Bildern sieht, links das Bild ist von Protesten gegen den Vietnamkrieg in den 60ern irgendwann. Da steht halt auf dem Schild Drop Acid, Not Bombs. Und das soll halt diese Ansicht vermitteln, dass wenn man jetzt LSD nehmen würde, dann würde man weniger Bomben werfen wollen. Also man hätte dann eingesehen, dass es falsch ist, Bomben auf andere Länder zu schmeißen. Und das alles wird halt durch die Einsichten, die man auf LSD erhält, vermittelt. Rechtes Bild ist jetzt 60 Jahre später, circa 60 Jahre später aufgenommen, ist von den George Floyd-Protesten in den USA. Da steht auf dem Schild halt, Cops need to do Ayahuasca. Und das ist ungefähr die gleiche Aussage, die man da trifft oder die der Mann mit dem Schild da zu treffen versucht, nämlich, dass Polizisten einfach nur dieses Gebräu, dieses psychedelische Gebräu zu sich nehmen müssten. Und dann würden sie halt einsehen, dass ihr Tun nicht richtig ist, dass es nicht okay ist, wahllos Leute bei Routinekontrollen umzubringen. Und wie gesagt, das ist eine weit verbreitete Vorstellung, ist auch eine sehr naive Vorstellung. Einfach nur durch den Konsum von Psychedelika wird halt niemand anders, auch wenn viele Leute sich das so vorstellen, dass es funktioniert. Und es gibt da auch eine Studie oder das ist ja eine relativ bekannte Studie von Lyons und Carhart Harris, Increased Nature Relatedness and Decreased Authoritarian Political Views after Psilocybin for Treatment-Resistant Depression. Und diese Studie, wenn man jetzt nur die Überschrift liest, dann denkt man, ja, das funktioniert ja vielleicht tatsächlich. Die Studie hat aber gleich mehrere Probleme. Also das Hauptproblem ist, und das ist oft bei Studien von Carhart Harris, nämlich die kleine Gruppe von Probanden. Also man hat nur 14 Leute und 14 Leute als Testpersonen gehabt. Und davon, also da kann man jetzt eigentlich gar nichts statistisch Signifikantes rausfinden bei so einer kleinen Anzahl von Probanden. Dazu kommt noch, dass 7 von diesen Probanden hatten eine behandlungsresistente Depression und die restlichen 7 waren geistig gesund und man hat nur den Probanden mit Depressionen Psilocybin gegeben. Also hat man ja schon mal eine Variable eingeführt, die man halt gar nicht kontrollieren kann. Außerdem haben die Leute, die dann Psilocybin bekommen haben, nicht nur eben die Substanz bekommen, sondern auch eine psychologische Betreuung. Und dann hat sich halt rausgestellt, das hat bei denen wirklich einen positiven Effekt gehabt. Aber ist ja auch klar, wenn man halt lange depressiv ist und hat halt keine Hoffnung darauf, dass das besser wird, und dann wird es auf wundersame Weise dann plötzlich doch besser, dann ist man natürlich mehr mit der Natur verbunden oder hat weniger autoritäre Vorstellungen, also man einfach besser gelaunt ist. Und bei diesen geistig gesunden Leuten gab es diesen Effekt halt eben nicht.
Eine andere Frage, die man sich stellen muss, ist, wie lange dauert dieser positive, also falls es diesen positiven Effekt gibt, wie lange dauert der überhaupt an? Und in der Studie war es so, da hat man nach einem halben Jahr nochmal geguckt, sind die Leute, denen es geholfen hat, sind die weiterhin irgendwie weniger depressiv und weniger autoritär eingestellt und so weiter. Und man hat gefunden, ja, das hat bei denen funktioniert, aber wie ist das nach einem Jahr oder wie ist das nach 2 Jahren? Kann dieser positive Effekt überhaupt längerfristig und nachhaltig anhalten? Das wird halt in der Studie nicht geklärt. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt über diese Studie herziehe. Also das sind alles, was ich jetzt genannt habe, alle Probleme mit der Studie, die sind den Autoren selbst aufgefallen. Also in ihrer Abschlussbemerkung, in dem Paper, schreiben die halt selbst, dass es halt die und die Probleme gibt. Also, und wenn man halt nur die Überschrift gelesen hat, was halt viele Leute einfach nur tun bei wissenschaftlichen Papers, dann kommt man aber vielleicht zu dem Eindruck, dass ja tatsächlich Psychedelika diesen positiven Effekt haben könnten. Und es gibt jetzt noch eine andere Studie von Noor et al., Psychedelics, Personality and Political Perspectives. Und da hat man 893 Leute nach ihrem Konsum befragt und nach einer politischen Selbsteinschätzung. Und man hat da alle möglichen Drogen abgefragt, nicht nur Psychedelika, sondern auch so Dinge wie Alkohol oder Kokain. Und die Autoren meinen dann rausgefunden zu haben, oder dass es eine Korrelation gibt, dass Leute, die Psychedelika konsumieren, dass die eher politisch liberal eingestellt wären. Das Problem bei der Studie ist halt einerseits, dass man ja schon, oder das Problem bei der Studie ist halt, man hat nicht die Leute vor und nach ihrem Konsum befragt, sondern man hat einfach gefragt, was nehmen sie und wie schätzen sie sich politisch ein. Man kann ja daraus keine Schlüsse drauf ziehen, ob die Leute durch jetzt einen Konsum so geworden sind oder ob sie vorher schon waren. Es ist ja so, dass man, um manche Psychedelika zu nehmen, also jetzt exotischere Sachen wie Ayahuasca oder Mescalin, da muss man ja vorher schon vielleicht ein bisschen weltoffener oder ein bisschen liberaler gewesen sein, um sich überhaupt auf diese Erfahrung einlassen zu können. Und wichtig ist jetzt nicht nur, was irgendwelche Substanzen oder welche Wirkungen jetzt die Substanzen an sich haben, sondern Einfluss auf die Gestaltung eines Trips hat ja dann auch das Set und das Sitting. Das ist ja ein bekanntes Konzept. Set ist definiert als der geistige Zustand vor dem Trip. Und für mich greift das irgendwie ein bisschen zu kurz. Also für mich würde zu Set auch noch gehören oder muss noch einen dritten Begriff finden. Der gesamte kulturelle Ballast, der eigene geistige Horizont, die grundlegende Einstellung der Welt gegenüber und so weiter und so weiter, die beeinflussen den Trip ja auch sehr stark und das wird halt durch diese Definition von Set als geistigem Zustand von dem Trip überhaupt nicht abgedeckt. Ist aber natürlich, also ist ja einfach einzusehen, dass das auch sehr wichtige Bedingungen sind. Und das Setting ist eben die Umgebung, in welcher der Trip stattfindet. Also der Raum, die anderen Anwesenden, Musik und Licht. Das ist auch sehr wichtig. Und man kann das aber jetzt auch für rechte Zwecke nutzbar machen. Also ein Beispiel dafür ist jetzt diese US-amerikanische Neonazi-Organisation The Base, heißt die. Die haben mal so ein neuheidnisches LSD-Verbrüderungsritual im Wald durchgeführt, wo sie dann irgendwie rumgehüpft sind und einen Widder geköpft haben und so. Und das haben die halt natürlich nicht gemacht, um politisch liberaler zu werden. Und das war natürlich durch dieses Setting, was sie da hatten, also so ein archaisches, heidnisches Setting, eher dazu gedacht, die Leute oder die Gruppe, der Gruppenkohärenz irgendwie beizutragen und die Leute halt auf so heidnische Nazi-Einstellungen dann noch einzuschwören vielleicht. Es gibt aber natürlich nicht nur Set und Setting. Also auch die Psychedelika haben natürlich Eigenschaften, die ich jetzt hier mal psychodynamisch genannt habe. Dinge, die oft auftreten können unter dem Einfluss von Psychedelika,
sind zum Beispiel die Auflösung von Grenzen. Also man zieht da nicht mehr so eine Grenze zwischen sich selbst und der Umwelt oder sich selbst und anderen Leuten. Es erhöht sich auch die Beeinflussbarkeit. Also man ist leichter dazu geneigt, sich irgendwas zu glauben, was einem jemand anderes erzählt. Das führt auch zu einer erhöhten Mustererkennung. Also man hat dann aus irgendwelchen unzusammenhängenden Daten oder Eindrücken, die man dann erhält, bastelt man sich dann unter dem Einfluss von Psychedelika vielleicht irgendein Muster zusammen, irgendwelche Zusammenhänge, die in der Realität vielleicht gar nicht so da sind. Und insgesamt bekommen halt die Dinge eine stärkere Bedeutung unter dem Einfluss von Psychedelika. Und das alles bei entsprechendem Set und Setting kann natürlich dann auch eine Rolle bei einer Radikalisierung spielen. Das heißt jetzt nicht, dass Psychedelika eine Gehirnwäschedroge sind, wie die CIA das vielleicht in den 50ern dachte. Also man kann niemanden wie jetzt um 180 Grad drehen und umprogrammieren. Man wird halt ein bisschen mehr von dem, was so schon in einem angelegt ist. Aber so wirklich extreme Änderungen kann man halt eben nicht herbeiführen. Und es gibt da halt jetzt ein weit verbreitetes Set so unter Leuten, die Psychedelika konsumieren. Und das ist so eine spirituelle Einstellung. Das Problem jetzt mit dem Begriff Spiritualität ist, es gibt da keine allgemein anerkannte Definition dieses Begriffs. Also, Leute benutzen das eigentlich, um verschiedene, aber zusammenhängende Konzepte zu bezeichnen. Jetzt, wenn man im Duden mal nachguckt, steht unter Spiritualität Geistigkeit, inneres Leben, geistiges Wesen, was halt letztendlich nichts bedeutet und das auch nicht erklären kann, was jetzt Spiritualität eigentlich sein soll. Da hat man jetzt Geistigkeit ist einfach das Wort Spiritualität eingedeutscht, aber Aussage macht das jetzt keine. Jetzt auch mal bei anderen Leuten gucken, was die so gesagt haben, da ist mir besonders der Biophysiker Markolf Niemz ins Auge gestochen. Ist halt ein Wissenschaftler und der hat auch so Bücher über Nahtoderfahrungen geschrieben, hat sich halt auch mit so Grenzerfahrungen auseinandergesetzt. Der sagt, Spiritualität ist Wahrheit, die von innen kommt. Und das heißt halt auch nichts und ist halt auch noch vollkommener Schwachsinn. Also, wo soll denn die Wahrheit da von innen kommen oder wie ist die da in mich reingekommen? Also, da kann ich zumindest mir keine Vorstellung drüber zu machen. Das ist halt einfach nur spirituelles Gelaber. Und ein Eindruck, den ich hatte, ist, wenn man jetzt mit Leuten redet, die sagen, ja, sie haben eine voll die spirituelle Erfahrung gemacht, die sagen oft nur, das war spirituell, aber was sie meinen, ist Transzendenz. Also sie haben eine Erfahrung gemacht, eine transzendente Erfahrung, also eine Erfahrung, die den herkömmlichen Erfahrungsbereich überschreitet, weil ihnen aber jetzt so der Begriff Transzendenz irgendwie abgeht, sagen sie halt stattdessen spirituell. Also mein Eindruck kann mich auch täuschen. Man kann jetzt vielleicht sagen, also man kann das vielleicht teilen, Spiritualität. Es gibt da zum einen so spirituelle Techniken, also es sind dann Meditation, Yoga und auch eben die psychedelisch wirkenden Substanzen. Und die Effekte, die haben, die kann man ja wissenschaftlich nachweisbar, also die sind wissenschaftlich nachweisbar. Also da kann man mit einem MRT oder EEG oder sowas irgendwie überprüfen, dass jetzt durch Meditation kann man da die Hirnwellen beeinflussen, wenn man das gut kann und so weiter und so fort. Und diese Techniken, die sind halt alle auf den eigenen Geist bezogen. Also man macht mit seinem eigenen Geist da irgendwas. Es gibt aber auch ein spirituelles Weltbild. Und in diesem Weltbild nehmen die Leute, also wenn Leute diesem Weltbild folgen, dann nehmen sie an, dass es eine geistige Welt gibt, die zusätzlich oder parallel zur physikalischen Realität besteht. Und in dieser geistigen Welt existieren dann halt auch Dinge wie Chakren, Pflanzenentitäten, Pilzgeister und so weiter. Die existieren tatsächlich, nicht nur als Metaphern oder Interpretationen für irgendwelche Erfahrungen die man gemacht hat, sondern die existieren unabhängig von dem Wahrnehmenden und die haben ein eigenes, ja, eine eigene Existenz quasi. Ein weiteres Problem ist jetzt, da muss ich noch ein paar Begriffe klären. Spiritualität, Esoterik, Okkultismus und Aberglaube. Was ist der Unterschied? Da gibt es auch ein Problem, dass diese Begriffe in der Literatur unterschiedlos benutzt werden.
Oder manchmal hört man auch so Formulierungen wie spirituell esoterisch oder esoterisch, okkult esoterisch oder so. Also diese Begriffe werden unterschiedlos benutzt. Es gibt auch für keinen dieser vier Begriffe eine genaue wissenschaftliche Definition. Und man kann halt sagen, vielleicht, dass die Begriffsinhalte sich stark überschneiden. Also diese vier Begriffe bedeuten mehr oder weniger das Gleiche, aber sie haben alle einen unterschiedlichen Begriffsumfang. Das heißt, jeder dieser Begriffe bedeutet noch zusätzlich etwas anderes, was keiner der anderen vier Begriffe abdeckt. Ich gehe jetzt mit der Definition von Adorno. Der hat gesagt, Okkultismus ist die Metaphysik der dummen Kerle. Und unter Spiritualität, Esoterik, Okkultismus und Aberglaube fallen dann so Dinge wie alternative Glaubenssysteme, wie halt Tarot, Astrologie, Anthroposophie, Theosophie oder Karma-Lehre, also nur um ein paar Beispiele zu nennen. Aber auch Dinge wie die sogenannte alternative Medizin. Das umfasst dann so Phänomene wie Homöopathie, Lichtfasten, Cambo, aber auch das Makro- und Microdosing von Psychedelika. Und es gibt da zum Beispiel die Ansicht, wie man hier auf dem Bild sieht, dass es Leute gibt, die LSD die Fähigkeit zusprechen, Leute von innen desinfizieren zu können, was halt totaler Quatsch ist. Also so funktioniert LSD ja nicht. Das ist kein Desinfektionsmittel. So, also dann kann man irgendwie sein drittes Auge öffnen oder was weiß ich. Das ist halt Quatsch letztendlich. Und es gibt da eine Studie, Leipziger Autoritarismusstudie von 2020. Da hat man jetzt Leute befragt zu ihrer politischen Einstellung und auch zu ihren abergläubischen und esoterischen Vorstellungen. Und da gab es zum Beispiel einige Aussagen zum Aberglauben und dann mussten die Probanden halt sagen, ob sie dem zustimmen, nicht zustimmen, sehr stark zustimmen, stark dagegen sind und so weiter. Diese Aussagen sind dann zum Beispiel, Glücksbringer bringen manchmal wirklich Glück. Oder es gibt Wahrsager, die die Zukunft wirklich voraussehen können. Oder manche Wunderheiler verfügen tatsächlich über übernatürliche Heilkräfte. Oder Sternzeichen bzw. das Geburtshoroskop eines Menschen hat einen Einfluss auf den Verlauf seines Lebens. Und in dieser Studie hat man sogar Aberglaube und Esoterik konzeptuell voneinander getrennt. Da gab es dann auch noch ein paar Fragen zur Esoterik, also Aussagen zur Esoterik, denen man dann entweder zustimmt oder nicht. Die beiden Aussagen waren, die gegenwärtigen Krisen kündigen ein neues Zeitalter an und Katastrophen und Krankheiten sind eine Mahnung der Natur, wieder zurück zu unserem Ursprung zu finden. Und man kann jetzt da jetzt aus dieser Unterschiedlichkeit dieser Fragen herauslesen, wie Esoterik und Aberglaube unterschiedlich konzeptualisiert werden. Also Aberglaube ist eher sowas dann, was man im Alltag, irgendwie so Ansichten, die man im Alltag hat, die einen beeinflussen. Und bei Esoterik geht es dann halt schon eher so um Welterklärungsmodelle oder auch Dinge, die die Zukunft voraussagen sollen. Das ist schon ein bisschen komplettere Weltbilder. Und man hat das jetzt, also man hat halt abgefragt, wie abergläubisch sind die Leute und wie schätzen sie sich politisch selbst ein. Und da hat man dann rausgefunden, das ist eigentlich über das politische Spektrum kann man da gar nichts sagen. Also jetzt linksaußen sind 13,7% der Leute bezeichnen sich als abergläubisch oder haben so auf die Fragen geantwortet, dass man da das rauskommt, dass sie abergläubisch sind. Und bei rechtsaußen sind 17,6%. Und das ist halt, sind nur 4%, also fast 4 Prozentpunkte. Und das ist halt statistisch nicht signifikant. Und über das gesamte Spektrum sieht man ja an den Zahlen, das gibt sich eigentlich nicht viel. Und auch bei der Parteipräferenz, wenn man da guckt bei den Leuten, da ist natürlich die 21,7% von der FDP, also 21,7% der FDP-Wähler sind abergläubisch. Man kann natürlich also mit einiger Berechtigung sagen, dass die FDP eine rechte Partei ist, aber wenn man jetzt mal dazu die Zahlen von einer eindeutig rechten Partei wie der AfD sieht, das sind dann 9,7%. Also da kann man jetzt keine Aussage drüber machen, dass Leute, die abergläubisch sind, sind eher rechts oder so. Und die Autoren der Studie sagen dann
Aberglaube ist zunächst nicht mit bestimmten politischen Inhalten verknüpft. Weitere abgefragte Variablen waren dann eben das Geschlecht, das Alter, die Einschätzung der wirtschaftlichen Zukunft Deutschlands, die Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage und die Einschätzung der eigenen politischen Deprivation. Also was die Leute meinen, wie stark man oder wie sehr man überhaupt politisch was verändern könnte oder halt eben nicht. Und es gibt jetzt, und das steht auch in der Studie, gewisse Ähnlichkeiten zwischen Esoterik und Verschwörungsdenken. Da gibt es die drei Grundüberzeugungen. Also die erste ist, dass nichts durch Zufall passiert. Die zweite ist, dass nichts so ist, wie es scheint. Und die dritte, dass alles miteinander verbunden ist. Und an diesen drei Grundüberzeugungen sieht man ja schon, es gibt da eine erhöhte Bereitschaft, jetzt in der Welt bestimmte Zeichen zu finden. Also anzunehmen, dass manche Phänomene aufgrund von ähnlicher Gestalt oder Struktur aufeinander Einfluss nehmen können oder in Beziehung stehen. Also kurz gesagt, ist eine Mustererkennung. Und ich habe eben bei den psychodynamischen Eigenschaften von Psychedelika schon darauf hingewiesen, unter dem Einfluss von psychedelischen Substanzen kommt es halt eben auch zu einer erhöhten Mustererkennung. Und wenn man jetzt halt sowieso zu esoterischen Einstellungen oder zu Verschwörungsdenken neigt, dann wird dieses Denken oder dieses Denken wird dann halt noch verstärkt durch die Gabe von Psychedelika. Und es gibt ja dann auch Gründe für ein esoterisches Weltbild oder den Glauben an Verschwörungstheorien. Zum einen dient das Ganze natürlich der Komplexitätsreduktion. Man muss sich das so vorstellen, das Leben in der modernen Gesellschaft ist einigermaßen komplex und unüberschaubar. Und wenn man dann halt für sich selbst sagt, ja, die Illuminaten, die haben einfach die Fäden in der Hand, oder die Juden in Hollywood, die sind alle schuld, oder die Echsenmenschen, oder egal, dann macht man sich natürlich sehr einfach. Und das kann man vielleicht vergleichen mit den Erfahrungen, die man auch auf Psychedelika macht. Also die sind ja auch mitunter sehr komplex und undurchschaubar. Und wenn man dann sagt, ja, ich habe die Pflanzenentitäten gesehen und die haben mir das und das gesagt, das dient ja auch halt dieser Vereinfachung. Und man denkt dann halt, wenn man diese Komplexität dann reduziert hat und das sich für sich geklärt hat, dann hat man auch ein Stück Kontrolle jetzt über die Erfahrung oder ein Stück Kontrolle über die Realität auch zurückgewonnen. Ja, das ist halt eben nur eine Illusion. Man macht sich was vor, weil die Interpretation ist ja nicht die Realität. Und diese Komplexitätsreduktion oder diese Flucht in eine Kontrollillusion, die dient halt auch oft der Kompensation narzisstischer Kränkung. Also, dass man halt Erfahrungen macht, die nicht so schön für einen sind. Und um damit zurechtzukommen, benutzt man halt vereinfachende Interpretationen. Und wenn man jetzt meint zu wissen, was wirklich abgeht, also der Träger von geheimem Wissen über das wirkliche Funktionieren der Welt zu sein, das unterfüttert dann ja auch noch einen Narzissmus. Also man hält sich dann für besser als andere Leute. Man hat nicht nur Kontrolle über sein Leben zurückgewonnen, sondern weiß auch noch mehr als jetzt die Schlafschafe, die überhaupt nicht wissen, was eigentlich wirklich abgeht. Und das, was man weiß, das wird dann oft auch noch als stigmatisiertes Wissen gesehen. Also es ist dann altes Wissen oder unterdrücktes Wissen oder verbotenes Wissen. Und das hat ja auch seine Parallele jetzt bei dem Konsum von Psychedelika, weil diese Substanzen sind ja wirklich verboten. Das ist ja strafrechtlich relevant, wenn man mit einer gewissen Menge davon erwischt wird, dann bekommt man halt eine Strafe und dann weiß man halt nicht nur was andere Leute nicht wissen, sondern man ist auch noch irgendwie ein Krimineller und irgendwie auch cool. Also das verstärkt halt dieses narzisstische Selbst oder das kann auch dieses narzisstische Selbstbild auch noch bestärken, weil man ja was Verbotenes macht. Und dieses alte Wissen, auf das man sich oft bezieht, das sind dann so Dinge wie Buddhismus oder Hinduismus oder so. Und die sind halt, also vor allem der Buddhismus, oder was heißt vor allem der Buddhismus? Der Buddhismus zum Beispiel ist halt an manchen Stellen offen frauenfeindlich. Das wird aber gerne ausgeblendet, weil es halt diese
es ist halt diese östliche Mystik ohne Gott und die hat einem irgendwie im Leben voll weitergeholfen. Aber es ist halt völliger Bullshit, weil dieser Buddhismus, der wurde ja auch dazu benutzt, die andere Leute zu unterdrücken. Und generell ist, wenn man sich auf so das alte Wissen von traditionellen Kulturen jetzt bezieht, diese traditionellen Kulturen, da werden teilweise schon seit Hunderten oder seit Tausenden Jahren Psychedelika konsumiert, aber die sind trotzdem dadurch nicht gesellschaftlich progressiv geworden. Die sind manchmal extrem hierarchisch, patriarchalisch aufgebaut und darauf bezieht man sich. Das ist ja natürlich dann vielleicht nicht rechts, aber schon sehr extrem konservativ. Dazu kommt halt noch, dass diese traditionellen Kulturen, die haben keine Ahnung, wie die Welt funktioniert. Also die denken dann, Blitze kommen von den Göttern oder Erdbeben sind Strafe der Götter für irgendwelche Verfehlungen, die man da begangen hat, was ja totaler Quatsch ist. Und dieses Unverständnis wird dann halt von westlichen Esoterikern jetzt halt als altes Wissen interpretiert. Und das stellt sich ja direkt gegen sowas wie wissenschaftliche Vernunft. Und das ist halt auch schon, also es ist ein Weg, der in eine falsche Richtung führt. Es gibt ja jetzt auch noch das Beispiel, dieses Buch von John Allegro, das ist ja relativ bekannt, der Geheimkult des Heiligen Pilzes, das ist irgendwann aus den 70ern. Und der hat sich mit diesem Buch seine Karriere zerstört. Das war ein bekannter Wissenschaftler, der hat sich viel mit diesen Schriftrollen vom Toten Meer beschäftigt. Und er hat in diesem Buch versucht nachzuweisen, dass es ein psychedelisches frühes Christentum gab. Und der hat sehr viel recherchiert und das sieht auch alles sehr wissenschaftlich aus, ist aber zumindest in Teilen äußerster Schwachsinn einfach nur, was er da schreibt. Und ich habe mir das mal runtergeladen, das Bild, dieses Buch. Das hat also ein Scan dieses Buches und irgendjemand, also derjenige, der das eingescannt hat wahrscheinlich, war sich dann nicht zu blöd, dann da noch irgendwie so extra was einzufügen, also was man hier auf der rechten Seite sieht. Dieses Buch wird von allen Buchreligionen bekämpft. Das ist totaler Quatsch, dieses Buch wird nicht bekämpft. Das ist jetzt immer noch, also auf Deutsch nicht, aber auf Englisch halt in der neuen Ausgabe erhältlich und das kann man sich einfach übers Internet bestellen, da wird nichts bekämpft. Also da dient halt so eine Verschwörungserzählung eben dazu, das eigene vermeintliche Wissen wie noch zu überhöhen. Und unten sieht man dann, gemäß Wikipedia starb Allegro unter mysteriösen Umständen, Todesursache unbekannt, was halt diese Verschwörungserzählung dann immer noch weiter unterfüttern soll. Also dieses Buch, das eigentlich mehr oder weniger schwachsinnig ist, wird dann dadurch höher bewertet, indem man sagt, ja, das soll unterdrückt werden oder was hier dann halt insinuiert werden soll, dass Allegro vielleicht sogar umgebracht worden ist, weil er dieses Buch geschrieben hat. Also totaler Quatsch. Verschwörungserzählungen sind jetzt halt wie bei diesem Buch nicht nur oft Hilfskonstruktionen für jetzt esoterische Vorstellungen, nämlich dass es ein psychedelisches Frühchristentum gab, sondern werden oft auch noch benutzt, oder das ist eine weit verbreitete Ansicht, dass die Drogen Anfang der 70er im War on Drugs verboten worden wären, weil sie halt eben weltoffener gemacht haben, weil sie politisch liberaler, weniger autoritätshörig gemacht haben und so. Und dass das denen halt nicht recht war, also dass die Mächtigen das deswegen verboten hätten und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und ich habe mal einen Vortrag darüber gehalten, warum Drogen eigentlich verboten sind, also die historischen Gründe. Und das ist ein komplexes Thema. Also der Vortrag dauert eine Stunde und da muss ich noch Dinge weglassen, die jetzt zu weit geführt hätten. Und man macht es, also indem man jetzt die Komplexität reduziert, dass es halt dieser einfache Grund war, dass die Leute freier geworden sind, macht man es natürlich auch sehr einfach. Ein weiteres Gemeinsames, das jetzt Aberglaube und die Verschwörungsmentalität haben, ist, dass beide eine Projektion auf Autoritäten sind. Und das ist so, dass man jetzt bei abergläubischen, esoterischen Vorstellungen, die man auch die noch nicht politisierte Form der Projektivität nennt, da legt man
jetzt eigene Vorstellungen in mächtigere Personen oder Wesen rein. Und dadurch, dass man diese Vorstellungen dann in diese Wesenheiten oder Entitäten dann reinlegt, verleiht man den eigenen Vorstellungen halt noch Nachdruck. Also indem man dann sagt, ja, die Pflanzenentitäten haben mir das gesagt, dann muss es ja stimmen. Also dann wendet man sich eine externe Autorität oder auch so die Sterne. Die Sterne lügen halt nie, ist ja ein bekannter Spruch. Und bei den Verschwörungstheorien, bei der Verschwörungsmentalität ist es halt so, da hat man auch irgendwelche innerpsychischen Inhalte oder Konflikte oder irgendwelche Emotionen, mit denen man nicht zurechtkommt. Und diese Wünsche, Impulse, Eigenschaften, die externalisiert man halt und projiziert sie auf andere Autoritäten, aber diesmal nicht wie bei der Esoterik auf gute Autoritäten, die einem was zu sagen haben, sondern es gibt diese bösen Autoritäten, also diese bösen Menschengruppen, Personen, Lebewesen, wie halt eben die Illuminaten oder die Juden oder die Echsenmenschen. Dann sagt man halt, ja, die wollen das aber nicht, die bestimmen, dass das und das nicht passiert. Den Machianismus, also diese Projektion, die hinter beiden Vorstellungen steht, ist aber die gleiche. Und man fasst es halt zusammen als Projektivität. Das ist die Dimension der Projektivität. Und es gibt da diese Vorstellung, und die geht zurück auf Forschungen aus den 30ern im Frankfurter Institut für Sozialforschung, dass es eine Persönlichkeit gibt, die zur Autoritätshörigkeit neigt. Und da gibt es halt eben diese beiden Dimensionen, die der Projektivität, habe ich ja schon erzählt, und die des Sadomasochismus. Also, dass man jetzt, dass solche Persönlichkeiten es gut finden, jetzt zum Beispiel Aggression anzuwenden oder Gewalt anzuwenden im Namen einer Autorität oder dass sie auch dazu bereit sind, sich einer Autorität zu unterwerfen. Das ist eben die zweite Dimension, Sadomasochismus und Projektivität. Und wenn man halt in allen beiden Dimensionen jetzt hoch abschneidet bei einer Fragebogenstudie, dann heißt es quasi, wenn es zu einer autoritären Gesellschaftsordnung kommen würde, dann wären Leute, die hoch da abschneiden, eher bereit, sich einer Autorität zu unterwerfen. Das heißt jetzt nicht, jemand, der an Verschwörungstheorien glaubt oder der abergläubisch ist, also das reicht nicht aus. Also man kann nicht sagen, so jemand ist dann eine autoritäre Persönlichkeit. Also da müssen noch ein paar Sachen dazukommen. Aber man sieht halt, das neigt halt schon in eine gewisse Richtung. Also diese sich einzustellen auf eine auf Autoritätspersonen. Und in dieser Leipziger Autoritarismusstudie, da hat man dann natürlich auch die Verschwörungsmentalität und die politischen Ansichten miteinander verglichen. Und da sind die Zahlen recht eindeutig. Da sieht man, es gibt natürlich links außen gibt es auch 21,8% der Leute glauben an Verschwörungstheorien oder sind bereit, an Verschwörungstheorien zu glauben. Aber rechts außen sind es halt mehr als doppelt so viel. Also es sind 49%. Kann sagen, jeder Zweite, der sich selbst als rechts außen einschätzt, ist auch anfällig für den Glauben an Verschwörungstheorien. Und ein ähnliches Bild zeigt sich halt eben auch bei der Parteipräferenz. Das ist halt die AfD mit 52,9% am allerhöchsten. Also Leute, die halt eine eindeutig rechte Partei wählen, die neigen dazu, auch Verschwörungserzählungen zu glauben. Und die Zusammenhänge zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorie und esoterischen, spirituellen Ansichten, die ist so stark, dass dazu auch ein Begriff geprägt worden ist von Ward und Woese in 2012. Und dieser Begriff heißt Conspirituality, ist ein Kunstwort aus Conspiracy und Spirituality. Und die soll halt eben verdeutlichen, dass diese beiden Denkmuster sehr stark zusammenhängen. Und sie nennen das eine internetbasierte Bewegung mit relativ mäßiger Präsenz im echten Leben, dazu gleich noch was. Und in dieser Conspirituality, die vereint halt eben die Grundüberzeugung, dass zum einen eine kleine Gruppe heimlich versuchen würde, die politische und soziale Ordnung zu kontrollieren, aber auch, dass sich die Menschheit momentan in einem Wandel hin zu einer höheren Form von Bewusstsein, einem neuen Zeitalter befindet, also so Zeitalter des Wassermanns,
wie das bei den Hippie war. Und das kann man ja vielleicht auch vergleichen mit diesem persönlichen oder gesellschaftlichen Wandel, den halt manche Leute, von dem manche Leute behaupten, dass Psychedelika diesen auch bewirken könnten. Also das ist dann auch quasi eine spirituelle, ein, zu einem spirituellen, aber auch gesellschaftlichen Wandel führen könnte. Und dieser politische Zynismus, der halt ausgedrückt wird, dass man glaubt, dass eine kleine Gruppe heimlich versucht, die Welt zu beherrschen, wird halt dann eben durch den spirituellen Optimismus, also dass es einen Bewusstseinswandel der Menschheit geben wird, demnächst jetzt irgendwie abgemildert. Also es ist das, was diese beiden Vorstellungen dann vereint. Und gab dann 3 Jahre später von Asprem und Dürrenthal ein Paper, Conspirituality Reconsidered, in dem sie das Konzept nochmal genau untersuchen. Und da sagen sie, und das finde ich auch, dass das stimmt, dass eben Conspirituality ist nicht die Verbindung zweier unterschiedlicher kultureller Sphären, die dann halt getrennt existieren und jetzt zusammengewachsen sind. Also Verschwörungsglauben und Spiritualität sind nicht zwei Kategorien, die jetzt plötzlich zusammengehören aufgrund gemeinsamer Eigenschaften, sondern schon am Ursprung der modernen Esoterik, also in der Theosophie von Ende des 19. Jahrhunderts, da haben halt Verschwörungserzählungen und spirituelle Vorstellungen sind schon in Verbindung eingegangen. Und das ist jetzt, seit dieser Zeit sind diese beiden Vorstellungen ein bisschen auseinandergewachsen, aber haben quasi schon, also sind quasi schon seit der Geburt miteinander verwachsen. Und sie verweisen dann auf ein älteres Konzept, nämlich das Konzept des kultischen Milieus von Campbell. Das hat er 1972 postuliert, ist seiner Ansicht nach eine Society of Seekers, Fringe of Everything. Und damit meint er, das ist ein Milieu, ein gesellschaftliches Milieu, in dem verschiedene Vorstellungen, die jetzt nicht dem Mainstream angehören, sich aufhalten. Also da gehören dann so auch so Verschwörungserzählungen oder spirituelle Dinge dazu, auch so UFO-Glauben. Und er sagt es jetzt nicht explizit, aber so psychedelische oder das psychedelische Milieu, wenn man so eins postulieren könnte, würde auch ganz gut in dieses kultische Milieu hereinpassen, wenn man jetzt sagt, ja, das ist eine Gesellschaft von Suchenden. Viele Leute, die Psychedelika zu sich nehmen, die sind halt auf der Suche nach irgendwas. Und Fringe of Everything, also der Rand von allem, das ist natürlich auch Psychedelika zu nehmen und sich damit zu beschäftigen, ist natürlich auch Underground. Und das Wort und wo es jetzt gesagt haben, ja, das ist ein internetbasiertes Milieu, ist halt irgendwie Quatsch. Das war 2012 und 2012 ist halt schon vieles anderes auch im Internet abgelaufen, auch so wie heute. Man kann es nicht sagen, dass Conspirituality speziell auf das Internet bezogen ist. Verbreitet sich natürlich darüber, kein Problem, aber verbreitet sich natürlich auch außerhalb des Internets. Aber ich habe jetzt hier ein paar Beispiele, wo ich dann zeigen möchte, dass das im Internet doch sehr stark verbreitet ist. Also zum Beispiel hier ein Screenshot von 4chan, wo jetzt ausgedrückt werden soll, dass ja, Weed rauchen ist dann irgendwie langweilig. Man musste schon die psychedelische Red Pill nehmen. Und was mit Red Pill halt eben gemeint ist, viele kennen das ja aus dem Film Matrix, also muss Neo, muss sich entscheiden, nimmt er die blaue Pille, nimmt er die rote Pille, und wenn er die blaue Pille nimmt, dann bleibt alles so, wie es ist. Und erst wenn er die rote Pille nimmt, dann weiß er, was wirklich abgeht. Also dass halt von wem die Welt wirklich beherrscht wird. Und jetzt in dieser rechten Verschwörungsszene ist die Red Pill eigentlich meistens, wenn man die nimmt, dann weiß man, dass die Juden hinter allem stecken. Und hier wird halt dann quasi ausgesagt, wenn man Psychedelika nimmt, dann weiß man, dass die Juden die Bösen sind und hinter allem stecken, alles kontrollieren halt eben. Es gibt dann auch so ein paar Bilder wie diese beiden Memes zum Beispiel.
Die sind ganz lustig und kommen recht harmlos daher, beziehen sich aber halt eben auch auf Psychedelika und Verschwörungstheorien, also links dann auf die 5G-Verschwörungstheorie und psilocybinhaltige Pilze. Und rechts merkt dann der Puhbär, dadurch, dass er LSD isst, dass alles, was er jemals erzählt bekommen hat, eine Lüge ist. Oder hier dieses Meme. Da sind irgendwie fünf Ebenen Ironie drauf. Also, dass man jetzt, wenn man sich 3 Gramm DMT in den Arsch schiebt, dann merkt man halt, dass die Welt eine satanische Matrix ist. Und das Problem mit solchen Bildern ist halt, man kann dann immer noch sagen, ja, ich habe es ja nicht ernst gemeint, ist ja nur Spaß, chill mal und so, es ist halt nur ein Meme. Aber diese Vorstellung, also diese Verbindung von Psychedelika und Verschwörungserzählungen, die wird natürlich durch diese Bilder dann auch vermittelt. Jetzt noch ein paar Sachen, die sind eindeutiger. Also hier links diese Blotterart, wo dann Donald Trump auf dem LSD drauf ist und hier noch ein Hakenkreuz versteckt ist. Oder rechts dieses Anime-Mädchen, das mit der Make America Great Again-Mütze, die dann da Fliegenpilze futtert und schon in einem veränderten Bewusstseinszustand sich befindet. Das hier ist sehr subtil. Also haben wir rechts eine gute Welt, in der halt Cannabis, Psilocybin-Pilze und DMT erlaubt sind und da sind alle glücklich und die Sonne scheint und so weiter. Links ist die Welt von Big Pharma, wo Alkohol, Zigaretten und Antidepressiva die Mittel der Wahl sind. Und die ist halt schwarz-weiß, die Welt, Polizei und so weiter. Und das ist sehr subtil. Man sieht es kaum, wenn man das zum ersten Mal sich das Bild anguckt, aber links oben auf dem Hochhaus ist halt eben so ein Davidstern hingemalt. Da sieht man halt schon, wem jetzt auch die Schuld da in die Schuhe geschoben werden soll. Und dann habe ich das hier, gut, das ist relativ eindeutig, das muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Ich habe jetzt hoffentlich nachgewiesen, dass halt eben ein Kontinuum von Ideen existiert, die Verschwörungserzählungen, esoterische Weltvorstellungen, Konsum von Psychedelika und rechten politischen Ideologien beinhaltet. Und das ist zum einen ein Kontinuum, das meiner Meinung nach existiert. Es kann natürlich aber auch sein, dass man, wenn man sich auf, also es kann sein, muss aber nicht sein, dass wenn man sich auf einem gewissen Punkt dieses Kontinuums eben befindet, dass man dann irgendwie abrutscht zu anderen Vorstellungen, die damit verwandt sind. Und einer, und den kennen sicher viele oder haben sicher viele schon gesehen, einer, der dieses Kontinuum halt total verkörpert, ist halt der QAnon-Schamane, der zusammen mit anderen Leuten am 6. Januar 2020, nee, 2021, das Kapitol gestürmt hat. Und wenn man sich den halt anguckt, erstmal das Bild, der hat hier verschiedene germanische Tattoos, was nicht weiter schlimm ist. Also wenn man jetzt Germanen oder germanische Mythologie gut findet, ist man nicht automatisch rechts. Aber das ist halt eine weit verbreitete spirituelle Vorstellung, dass man sich an der Vorstellungswelt von den Germanen oder dieser Mythologie dann beschäftigt. Er bezeichnet sich selbst auch als Schamanen. Er hat Psychedelika genommen, geht damit auch offensiv um. Er hält sich für ein hyperdimensionales, multidimensionales Wesen, das mit mehr als 5 Sinnen wahrnehmen kann. Und er war natürlich bereit, in einem Akt von autoritärer Aggression einfach das Kapitol zu stürmen. Im Namen eines rechten Politikers, wie halt eben Donald Trump. Aber es gibt noch ein paar andere Leute, über die man sprechen muss, die decken halt ein oder mehrere Bereiche auf diesem Kontinuum halt auch ab. Also einer davon ist Ernst Jünger, den kennen sicher viele von euch, es war ein schlechter Schriftsteller und höchstens mittelmäßiger Philosoph. Und der hat früher mal mit Albert Hofmann LSD genommen, ein paar Mal.
Und zwar deswegen, es war Hofmann am Anfang nicht klar, was jetzt dieses neue Mittel eigentlich, was die Aussage davon sein soll. Und dann dachte er sich, weil er Fan war von Ernst Jünger, was nicht sehr für Albert Hofmann spricht, weil Ernst Jünger wirklich ein bockschlechter Schriftsteller war. Er fragt einfach den Ernst Jünger, der hatte nämlich vorher schon Mescalin genommen, dass er mit seinen schriftstellerischen Fähigkeiten halt ihn versucht, Sinn in diese LSD-Erfahrung reinzulegen. Und Jünger hat dann auch zum Beispiel eine Novelle geschrieben, namens Besuch auf Godenholm, wo er dann eine psychedelische Erfahrung mit Bildern aus der germanischen Mythologie versucht auszudrücken. Warum Ernst Jünger heute noch wichtig ist und warum man über ihn reden muss, ist, er hat den Begriff Psychonaut erfunden. Und viele Leute jetzt in der psychedelischen Szene würden sich selbst halt auch als Psychonaut bezeichnen. Das ist ja auch nicht weiter schlimm jetzt, das kann man ja gerne machen. Aber man sollte sich halt vielleicht bewusst sein, woher dieser Begriff eigentlich stammt und was Ernst Jünger für ein Typ war. Es gibt nämlich dann viele Leute in der Szene, die fangen dann Diskussionen an, ja, der Ernst Jünger, der war ja gar kein Nazi, der war ja gar nicht bei der NSDAP, der war auch nicht bei der SS und so. So war er auch nicht. Er war viel schlimmer eigentlich sogar. Er war einer der Wegbereiter des Nationalsozialismus. Er hat zum Beispiel einen Essay geschrieben, 1930, der heißt Die totale Mobilmachung. Und das nimmt halt diese Formulierung von totaler Krieg, den Goebbels dann später in seiner Sportpalastrede benutzt hat, vorweg. Oder wenn er in seinem Bestseller in Stahlgewittern von 1920 irgendwie solche komischen Fantasien hat von Deutschen, die das deutsche Vaterland, für das alle zu sterben bereit sind, das sind natürlich schon faschistische Ideen, genau wie der Spruch, Leben heißt töten. Ich weiß nicht, wie man aus solche Ideen kommt, dass das irgendwie eine sinnvolle Aussage sein kann. Aber er hat halt nicht nur Sachen geschrieben, wo man jetzt sagen kann, ja, die sind protofaschistisch. Er hat zum Beispiel auch im Oktober 1930 versucht, mit 20 SA-Männern eine Rede von Thomas Mann zu stören. Und Thomas Mann, der war jetzt auch nicht links, ja, der war halt ein sehr konservativer Mensch auch, aber halt eben ein sehr guter Schriftsteller. Vielleicht war Ernst Jünger einfach nur neidisch, das kann natürlich auch sein, aber er hat sich halt irgendwelchen SA-Männern, die persönlich von Goebbels geschickt waren, bedient, um da eine Rede zu stören. Und da kann man sagen, ja gut, es war vor dem Dritten Reich, der ist dann nachher besser geworden, hat ja noch bis in die 90er gelebt und der hat dann irgendwie seine Fehler eingesehen. Nein, hat er nicht. Er hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Dritten Reich noch einen auf hart gemacht. Nur war es dann halt so ein individual-anarchistischer Dreck, den er von sich gegeben hat, wie zum Beispiel in seinem Essay Der Waldgang, wo er sich selbst als Waldgänger oder seine Leute, mit denen er da rumhängt, als Wölfe bezeichnet und er sich selbst dann als Anarch und so. Also es ist einfach richtig dumm. Und in der Zeitung Le Monde hat er ein Interview gegeben, 1973, in der spricht er davon, dass er noch heute Hitler nicht verzeihen könnte, dieses wunderbare Instrument, das unsere Armee ist, missbraucht bzw. verschwendet zu haben. Also wenn 1973 immer noch rumheult, dass die Nazis den Krieg verloren haben, das ist natürlich selbst auch ein Nazi. Also dafür gibt es keine Entschuldigung. Und das ist Ernst Jünger, auf den viele Leute in der psychedelischen Szene sich positiv beziehen. Ein anderes Ding ist die sogenannte Castalia Foundation. Die wurde in den 60ern von Leary und Ram Dass und anderen Leuten gegründet, hat sich dann viel mit Psychedelika beschäftigt und dann hat die irgendwann nicht mehr existiert. Leary und Ram Dass sind ja auch tot. Und dann hat sich aber unter diesem Namen wieder eine Organisation gegründet, letztens. Die behaupten, sie hätten was mit dem Original zu tun. Da gibt es irgendwelche Leute, die damals dabei gewesen wären und jetzt heute dabei wären, immer noch oder schon wieder. Wer das jetzt sein soll, damit rücken sie nicht raus und ist halt eigentlich wahrscheinlich gelogen. Das Problem dabei ist nicht, dass sie gelogen haben, sondern
Die haben halt sehr, sehr seltsame Ansichten. Also, die finden zum Beispiel Elon Musk gut. Es gibt aber auch dann jetzt zur Vorstellung von LSD-Yoga. Also, man sieht es ja unten rechts auf diesem Bild. Das ist eine Zeitschrift, die sie mal veröffentlicht haben, wo dann steht: LSD-Yoga, a new craze is set to blast the fake yoga studios of Somblandia. Also, dann quasi Aussage dahinter ist, dass normales Yoga ist nur für Zombies, also man muss da schon LSD nehmen dabei, damit das überhaupt was wird. Und die kulten halt unheimlich Donald Trump ab. Sie nennen ihn Psychonaut des Jahres 2020 und sie behaupten, der hätte das menschliche Bewusstsein umgeformt. Und sie sagen halt hier auf dem Cover, dass Trump ein Acid-Trip wäre, also ein LSD-Trip wäre, und dass er der psychedelischste Präsident seit JFK wäre. Also ich weiß jetzt nicht, was an JFK so psychedelisch gewesen sein soll. Trump ist es auf keinen Fall. Die Begründung, warum Trump psychedelisch sein soll, ist, dass er durch seine Formulierung, die er erfunden hat, die Formulierung von Fake News, hätte er quasi den Leuten hätte er gewirkt wie ein 400 Mikrogramm Trip LSD, hätte den Leuten halt den Schleier von den Augen gerissen und einen heftigen Trip beschert, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Und die Leute, die halt jetzt bei dieser Castalia Foundation sind, die kann man nicht nachverfolgen, wer das ist. Die treten alle unter einem Pseudonym auf. Es gibt jetzt einen, Phoenix Caspian nennt er sich, ist auch ein Pseudonym. Aber bei ihm kann man nachverfolgen, was er sonst noch gemacht hat. Also er war halt, wie gesagt, oder ist immer noch Mitglied der Castalia Foundation. Und der hatte mal in Berlin ein Buchgeschäft, den Cali Psychedelic Bookstore, den die German Psychedelic Society auch als ihr Hauptquartier bezeichnet hat. Und die hatten zum Beispiel mal eine Veranstaltung oder wollten die machen namens Bitcoin Yoga, wo man dann Yoga macht und dabei erzählen einem irgendwelche Leute was dann über Kryptowährung. Und diese Veranstaltung ist aber ausgefallen, weil man nicht wusste, was man da eigentlich jetzt genau erzählen sollte. Und stattdessen fand dann eine Veranstaltung über 5-Meo-DMT statt. Ein weiterer Fall ist Provitor. Das ist eine holländische Firma, die verkauft, also es gibt da so eine Gesetzeslücke, wo man dann psychedelische Trüffel auch jetzt in andere EU-Länder verkaufen darf. Und die haben dann verschiedene Sorten Trüffel, die haben dann Namen aus der germanischen Mythologie, also wie zum Beispiel Thor, Freya, Heimdall und so weiter. Ist jetzt auch nicht weiter verfänglich, obwohl jetzt schon zum dritten, vierten Mal die germanische Mythologie auftaucht im Zusammenhang mit rechten Vorstellungen. Und die Geschäftsführerin von Provitor ist eine Lilly Steingräber. Die hat auch mal einen Kommentar auf der Website Germanische Heilkunde abgelassen und diese Website steht halt der germanischen neuen Medizin nahe. Und sie bezieht sich hier auch auf John Allegro, positiv auf John Allegro, labert halt so ein bisschen rum, was jetzt halt hier, was ich hier hervorgehoben habe und das sagt sie dann zum Beispiel, dass das LSD wäre von Albert Hofmann im Auftrag des Deep State entwickelt worden. Und Psilocybin-Pilze sind gut, aber LSD halt eben nicht. Da sieht man, ist auch eine Anhängerin von Verschwörungserzählungen. Warum sie jetzt LSD schlecht findet, keine Ahnung. Aber werden halt auch solche Verschwörungserzählungen dann zur Untermauerung der eigenen esoterischen Ansichten genutzt. Sie hat, also heutzutage verkauft sie auch Windkraftanlagen von Gran Canaria aus mit jemandem namens David Schlesinger. David Schlesinger, auch ein Deutscher, der war mal Pastor der von ihm gegründeten Sacred Mushroom Church of Switzerland und der hat dann mindestens 23 Kilo frische und 60 Kilo getrocknete Pilze gegen Spenden verkauft, ist dann erwischt worden, vom Schweizer Gericht deswegen verurteilt worden. Wenn man jetzt denkt, ja, der hat das aus irgendwelchen kommerziellen Gründen gemacht,
Aber er scheint da schon irgendwie auch weltanschaulich investiert zu sein. Also er hat zum Beispiel zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Seine Tochter Amanita, benannt nach Amanita muscaria, dem lateinischen Namen, dem botanischen Namen des Fliegenpilzes. Und Kyanis heißt der Blaue. Das bezieht sich vermutlich auf die Blaufärbung von psilocybinhaltigen Pilzen. Er hat auch eine Webseite namens pastor.info, wo aber eigentlich nichts abgeht. Und man sieht halt, das ist halt auch schon ein schlechtes Wortspiel jetzt aus Pastor, also einer Kirche, und Thor, dem germanischen Gott. Der dritte im Bunde, und das ist eigentlich der extremste von den drei, ist Hans Kolpak. Der wird auf der Seite von Provitor als Pressekontakt genannt. Der betreibt unter anderem auch so eine Seite wie mikrodosierung.com, wo er auch Texte geschrieben hat, jetzt über die Vorstellung, die halt Allegro in seinem Buch auch ausspricht. Der war mal Mitglied bei der Partei der Vernunft, einer libertären Kleinpartei, war auch mal Mitglied der FDP, ist Reichsbürger aus irgendeinem Grund gegen Ökostrom. Chemtrails allerdings findet er existieren nicht. Also Chemtrails sind nur eine Ablenkung einer andauernden Vergiftung der Bevölkerung durch Chlor, Gluten und das Enzym Katalase in Milch und Milchprodukten. Und wie gesagt, ein weiterer Fan von Allegro. Und der ist halt eindeutig rechts. Er hat auch so einen Artikel über, der heißt 6 Millionen Juden geschrieben, auf dem Blog der BRD-Schwindel, wo er halt sich über diese Zahl auslässt von 6 Millionen getöteten Juden im Holocaust, die er da irgendwie mit kabbalistischen Mitteln auf den Leib rückt und dann dadurch das Ganze halt irgendwie entkräften will. Aber er ist ja gar nicht rechts. Also in einem Interview hat er gesagt, rechts, das sind Wahrheiten, die nicht in ihr Weltbild passen, weil sie politisch konditioniert sind. Also der findet sich selbst gar nicht rechts. Also vielleicht muss man dann einfach auch nur mal ein paar Pilze nehmen, um ihn verstehen zu können. Also seltsamer und vermutlich auch gefährlicher Typ. Der letzte, über den ich heute reden will, ist Rüdiger Dahlke. Der hat psychedelische Erfahrungen gemacht und findet, auch jeder sollte das mal machen. Er nennt Psychedelika eine Herzmedizin, steht auch der germanischen neuen Medizin nahe und war schon vor Corona ein Impfgegner. Und er denkt auch, so Dinge wie Lichtnahrung würden funktionieren. Er ist auch Querdenker, und bei ihm kann man vielleicht auch so von einer Art Entrismus denken, also dass er versucht, von außen in die psychedelische Szene reinzukommen. Es gibt da so ein anderes Milieu, so eine andere Szene, das sind die digitalen Nomaden. Und da würde ich sagen, da muss man halt auch noch ein bisschen drauf gucken. Also mir kommt das alles sehr seltsam vor, ist von mir noch nicht ganz ausrecherchiert. Das sind jedenfalls, also sie sind jetzt nicht, also das sind oft Leute, die halt auch Psychedelika mit spirituellen Vorstellungen und wirtschaftlich libertären Vorstellungen verbinden. Und da gibt es halt diesen DNX-Podcast von zwei Leuten aus dieser Szene, und die haben halt mehrmals diesen Rüdiger Dahlke interviewt. Also kann sein, dass er sich über diesen Weg irgendwie versucht, neues Publikum zu erschließen. Ich kann es aber nicht, also an diesem Punkt nicht abschließend sagen. Und was ist jetzt der Punkt von diesem Vortrag? Diese Leute gibt es halt, und das sind nicht nur diese Leute, die ich jetzt genannt habe. Da kann man natürlich sagen, ja, ein Zünger ist ja zum Glück schon tot und der Kuan-Schamane ist im Gefängnis. Aber die Leute sind da. Und viele von euch wissen das gar nicht, aber jeder von euch kennt jemanden, der halt diesen seltsamen Vorstellungen oder einigen seltsamen Vorstellungen anhängt und vielleicht gar nicht so offen drüber spricht. Aber mein Eindruck ist, dass einige sehr gefährliche Ideen in der psychedelischen Szene rumschwirren. Was man sich jetzt fragen muss, wie geht man damit um? Also wir hatten bei der HIPF Mainz schon eindeutig rechte Leute gehabt, die haben wir dann einfach aus der Online-Konferenz gekickt. Aber was macht man, wenn jemand wirklich mal jetzt auf einer physischen Veranstaltung auftaucht? Versucht man ihn rauszuschmeißen? Und
Wann ist zu viel eigentlich zu viel? Also schmeißt man jemanden schon raus, wenn er nur irgendwelche seltsamen, esoterischen Ansichten hat? Schmeißt man jemanden raus, wenn er sagt, ja, die Erde ist flach oder das Universum ist ein Hologramm? Ist das schon zu viel? Oder wartet man erst, bis jemand sich eindeutig rechts äußert? Da kann jeder jetzt mal vielleicht, oder wäre ganz schön, wenn jeder mal darüber nachdenken könnte. Ich hoffe, ich habe da jetzt einige Anregungen geben können. Das ist ein, also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, über das Diskussionsbedarf besteht. Vielen Dank.